Ich hatte keine Ahnung, wie lange ich bewusstlos war, aber mein Kopf brummte und ich stank nach Äther. Hey, sieh dir das an, Charlie! Er wacht jetzt auf! Ich muss ihn ziemlich getroffen haben. Tut mir leid, Mister. Wo sind die Diamanten? Da, wo sie immer sind. Das wüsstest du wohl gern, aber du wirst es nie erfahren. Meine Hände waren gefesselt. Ich fing den Schlag mit meinem Gesicht ab. Also nochmal. Wo sind die Diamanten? Mein Büro. Schön, dann sehen wir uns das Ganze doch mal an. Vielleicht willst du es dir bequem machen. Nein, warte. Wir werden es dir etwas bequem machen. Wiedersehen, Mister. Es wird auf Nimmerwiedersehen sein, wenn die Glitzersteinchen da nicht auf uns warten. Sie haben mir übel mitgespielt, aber meinen Verstand und meine Zähne habe ich noch. Ich sollte anfangen, sie zu benutzen. Ein Feuermelder. Bei Feuer Glasscheibe einschlagen. Ein Feuerlöscher. Löscht alles bis auf das Feuer in den Augen einer Puppe. Ein Feuermelder. Bei Feuer Glasscheibe einschlagen. Mein armer Schädel. Entweder ich habe mir das Gehör ruiniert, oder das ist der leiseste Alarm der Welt. Nicht nochmal. Das letzte Mal war schlimm genug. Und das war, bevor das Glas kaputt ging. Ich komme nicht ran. Anscheinend haben die zwei Komiker alle Wertgegenstände mitgenommen. Mit anderen Worten, viel haben sie nicht gekriegt. Whisky, jede Menge Whisky. Wo war dieser Schuppen vor einem Monat, als ich ihn hätte gebrauchen können? Eine Flasche Whisky, eine Flasche voller Erinnerungen. Je mehr du trinkst, desto weniger erinnerst du dich. Das Ding könnte mal geölt werden. Und ich könnte mal einen Eisbeutel vertragen. Mein Wagen stand draußen und der Zündschlüssel steckte noch. Anscheinend gibt es angeheuerte Schläger nur in zwei Varianten. Gefährlich oder dumm. Ich hatte keine Ahnung, wie lange ich bewusstlos war. Es konnten Stunden, aber auch Tage gewesen sein. Die Müllabfuhr war inzwischen da. Es konnte sich aber auch um Jahre gehandelt haben. Zurück in meinem Büro. Eine Notiz. Anscheinend hatte ich einen Besucher, der nicht länger warten wollte. Scott, ich brauche Sie dringend. Bitte kommen Sie sofort, Louise.
Louise Creel braucht mich dringend. Es geht bergauf. Scott! Ich glaube, du solltest lieber nicht über mich! Oje, oje. Dir kann sowas natürlich nicht passieren. Was soll denn das? Ich erzählte ihm die Geschichte. Ein schöner Urlaub. Ich bin froh, dass du überlebt hast. Ich musste den Granger-Fall an die Pinkertons abgeben, aber ich bin nicht nachtragend. Du hast ganz schön was verpasst. Bei uns wurde eingebrochen. Sie haben alles auf den Kopf gestellt. Dieser Fall gerät außer Kontrolle. Es ist nicht das erste Mal, dass unser Büro durchwühlt wurde. Wird auch nicht das letzte Mal sein. Da bin ich sicher. Gute Nacht, Partner. Gleichfalls. Die Wohnung der Creels. Bei jedem Besuch dort erfahre ich mehr. Vor allem würde ich gern mehr über Mrs. Creel erfahren. Louise ließ mich sofort rein. Oh Scott, Ihr Gesicht! Was ist denn mit Ihnen passiert? Das ist unwichtig. Was war hier in der Wohnung los? Jemand hat meine Sachen durchwühlt. Das sieht man. Haben Sie einen Verdacht? Ja. Ich bin sicher. Auftraggeber ist ein Geschäftsmann namens Joel Jones. Scott, Sie sind doch Detektiv. Klären Sie das bitte für mich auf, ja? Hier sind $100. Na los! Okay, ich bin für Sie da. Oh, Gott sei Dank. Jetzt fühle ich mich wieder sicher. Was bewahren Sie in dem Safe auf, Louise? Meinen Schmuck. Ist er noch da? Ja, Gott sei Dank. Darf ich mal sehen? Ich denke schon. Die Kombination lautet 5 rechts, 8 links... Eins links. Hübsch. Danke. Ich bin so froh, dass er noch da ist. Hübscher Schmuck. Aber keine Diamanten. Dürfte ich mich in der Wohnung umsehen? Ich zeige Ihnen das Schlafzimmer. Nach Ihnen. Oh Scott! Sehen Sie sich das an! Sie sollten Ihre Putzfrau entlassen. Das ist grauenvoll! Was soll ich bloß tun? Na, so schlimm ist es auch nicht. Ein bisschen Arbeit und kein Mensch sieht mehr, dass hier ein Hurrikan gewütet hat. Das macht mich ganz wütend. Ich gehe mal kurz nach nebenan. Ein Junggeselle kann immer Nadel und Faden gebrauchen. Louise wird sie nicht vermissen. Ich bin kein Zuckerpüppchen. Das hier ist kein Varieté und ich bin nicht das Zirkuspferd. Er ist bereits von Experten durchwühlt worden. Ein Mann mit einem Kopf braucht keine zwei Hüte. Ein offener Kleiderschrank. Ein offener Kleiderschrank. Louise Bett. Louise Bett.
Irgendwas Interessantes? Schlafzimmer sind immer interessant. Aber keine Hinweise, tut mir leid. Hey, nicht bevor ich die Zeitung gelesen habe. Nachher haben sie irgendeinem Hollywood-Sternchen die Gallensteine entfernt und ich kann nicht mitreden. Erzählen Sie mir von Dan Small. Ich habe ihn nicht gesehen. Und ich vermisse ihn auch nicht. Er war Fredericks Freund, nicht meiner. Erzähl mir vom Mord an Angela Donald. Ich weiß nichts über Ihren Tod, Scott. Glauben Sie, es besteht ein Zusammenhang mit dem, was hier passiert ist? Davon bin ich überzeugt. Was weißt du über die Diamanten der First National? Ich weiß ehrlich nichts, Scott. Ich schwöre es. Erzähl mir von Joel Jones. Er hat mich belästigt, seit Frederick tot ist. Er sagte, sie hätten noch eine Rechnung zu begleichen und dass er sich in meiner Wohnung umsehen wollte. Ich wurde sogar eine Zeit lang beschattet. Schließlich hat er aufgegeben. Dachte ich jedenfalls. Was für eine Art Geschäftsmann ist er? Von der übelsten Sorte. Er kriegt, was er will. Und ich glaube, die meisten seiner Machenschaften sind illegal. Ein Foto von Freddy und Gigi. Gigi hat nicht durchblicken lassen, dass er Freddy gut genug kannte, um mit ihm zum Rennen zu gehen. Eins von Fredericks alten Fotos. Er verbrachte mehr Zeit mit seinen Freunden als mit mir. Ich kann mir nicht vorstellen, warum. Zerreißen Sie es. Ich habe genug von der Vergangenheit. Ja, ich auch. Was ist, wenn Sie wiederkommen, Scott? Das werden Sie nicht. Sie haben alles gründlich durchsucht. Bleiben Sie hier und machen Sie die Tür nur auf, wenn ich es bin. Gute Nacht. Jake's Laden, immer noch die Brutstätte krimineller Energie. Heute mehr denn je. Hey Kumpel, kommst du, um Gigi verlieren zu sehen? Ach, du wirst dich wundern. Die 17 und 4 Bande. Wie es aussieht, fehlt ein Pokerface. Red Randall. Jetzt sind wir schon zwei Spieler weniger. Erzähl mir von Joel Jones. Big Joel? Naja, der Kerl regiert diese Stadt. Er macht alles, Engel. Pferde, Girls, Alkohol, Clubs und vieles mehr. Ja, jeder dritte schwere Junge arbeitet für Joel. Erzählen Sie mir von sich. Ich sage euch, er verliert. Oh. Was weißt du über die Diamanten der First National? Die wurden gestohlen. Ich dachte, du wusstest das. Und gefunden hat sie auch noch keiner. Erzähl mir von Angela Donald. Davon weiß ich nichts, Enger. Lass los, Kumpel. Dir zuliebe. Davon kommt sie nicht wieder zurück. Aber vielleicht kannst du ihr Gesellschaft leisten. Erzählen Sie mir von Dan Small. Hab ihn immer noch nicht gesehen, Scott. Ich auch nicht. Hey, schönes Foto.
Wart ihr öfter zusammen? Halt's Maul, Mickey. Wir waren nur ab und zu beim Rennen. Und warum nicht? Hey, reg dich nicht auf, Reitersmann. Hast du wohl seinen Nerv getroffen? Quatsch, er hat gar nichts getroffen. Ich rede nur nicht gerne über tote Menschen, verstehst du? Zurück in meinem Büro. Jemand hat meinen Schreibtisch durchwühlt. Es fehlen einige Sachen. Zeit für ein Nickerchen. Post! Danke, Jack. Mr. Inger, wir haben Ihre Freundin. Keine Polizei, sonst bringen wir sie um. Sie haben 5 Tage Zeit, uns die Diamanten zu bringen, sonst bringen wir sie um. Wir werden Ihnen mitteilen, wohin. Ihre einflussreichen Freunde. Ich mag diesen Brief nicht. Ich mag die Männer nicht, die ihn geschickt haben, wer sie auch sind. Wenn ich sie finde, werde ich Ihnen das klar machen. Mit meinen Fäusten. Wieder bei Mac. Hallo Mac. Tag Scott. 2. August. Morgenausgabe. Mutmaßlicher Creel-Mörder im Gefängnis getötet. Thumbs McKenzie wurde erschlagen in seiner Zelle aufgefunden. 6 Häftlinge werden verhört. Jene 6, die nach einem missglückten Überfall auf die First National Bank am Tag des Diamantenraubs ins Kittchen wanderten. Abtrocknen. Du bist ja hübsch lädiert, Scott. Du solltest besser aufpassen. Unbegreiflich. Berwick? 25-1. Klar nehme ich die Wette an. Von langsamen Pferden lebe ich. Fertig. Schönen Tag noch, Scott. Sein Rasierwasser könnte Mac auch als Lösungsmittel benutzen. Es ist offen, aber Danton ist nicht da. Ich ziehe es vor, mit ihm zu reden, weil er mich fast mag. Das kann man von dem Rest nicht gerade behaupten.
Zurück in meinem Büro. Die Gasse neben unserem Büro. Anscheinend haben sie den Müll abgeholt. Es ist leerer als mein Bankkonto. Polizeiwache. Immer noch groß. Immer noch unbeweglich. Immer noch voller Bürger, die ihren Enthusiasmus verloren haben. Was für ein Pfeilchen. Alles okay, Scott? Solange ich nicht zwinkere. Mögen Sie mir sagen, wie es dazu gekommen ist, oder ist das Privatsache? Meine Suche nach Dan verstrickte sich mit dem Raub der First National Bank Diamanten. Ein paar Gangster glaubten, ich wüsste mehr, als ich zugab. Also brachten sie mich in eine Lagerhalle und versuchten, die Diamanten aus mir herauszuprügeln. Sie besitzen eindeutig keine Menschenkenntnis. Geben Sie mir die Adresse und ich kümmere mich darum. Ich gab ihm alle Details und zeigte ihm die Blessung. Sie macht die Story glaubhafter. Was liegt über Thumbs McKenzie vor? Ich hole es. Es ist ein Einsatzplan bevorstehender Razzien in illegal operierenden Wettbüros. Mal sehen, da ist er ja. Wie gerufen, Mac der Friseur. 5. August, das werde ich mir notieren. Und tschüss! Thumbs McKenzie wurde in seiner Zelle erschlagen. 6 Männer werden verdächtigt. Offenbar hatten sie den ganzen Tag versucht, etwas aus ihm herauszuprügeln, aber er hielt dicht. Ein Wärter hörte, wie von Diamanten die Rede war. Ich würde mich gerne mit den 6 Leuten unterhalten, aber sie hätten sicher was dagegen. Was gibt's Neues über Joel Jones? Wir führen keine Akte über ihn. Wenn es nach mir ginge, würde ich ihn hinschicken, wo der Pfeffer wächst. Machen Sie keinen Ärger! Zurück in meinem Büro. Da ist er ja. Worum geht es? Ich erzählte die Geschichte. Mein Geschäftspartner Ralph Spencer. Die meisten Leute haben einen stillen Teilhaber. Meiner aber schnarcht. Was meinst du, Ralph? Ich schätze, Frankies Entführer gehen aufs Ganze. Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder die Diamanten besorgen, sich auf den Tauschhandel einlassen und hoffen, dass sie ihr Wort halten, oder herausfinden, wo sie sie festhalten und sie befreien. Ist eine schwierige Entscheidung, Scott. Was meinst du, Ralph? Dieses Wetter bringt mich noch um, wenn es sich nicht bald abkühlt. Was meinst du, Ralph? Eine Mordshitze. Viel Glück, Partner. Gleichfalls. Enger, dreh dich nicht um. Herrgott, Enger, drehen Sie nicht um. Wenn mich jemand sieht, bin ich tot. Hallo, Mickey, was gibt's? Ich mach mir Sorgen um dich. Ich will keinen Freund verlieren. Gigi und Red sind ziemlich nervös, seit du angefangen hast, Fragen zu stellen.
Wenn du mich fragst, haben sie was zu verbergen? Jetzt ist Red untergetaucht. Er war gestern Abend nicht in der Bar, da ist was faul. Stinkt mehr zum Himmel als deine Art zu pokern. Die Beleidigung war überflüssig, aber danke für die Warnung. Ich werde mich vorsehen. Tu das, sonst noch was? Meine Zeit ist knapp. Erzähl mir von Joel Jones. Er ist eine große Nummer, Inge. Die Bullen fressen ihm aus der Hand, weißt du, was ich meine? Pass auf, mit wem du redest. Wenn du hinter ihm her bist, denk immer dran, dass die Geschworenen auf deiner Seite sein müssen. Stehen auf seiner Gehaltsliste zwei Typen, ein kleiner Sadist und eine große Dumpfbacke? Klingt schwer nach Smart Charlie und Dumb Charlie. Vor Smart Charlie nimm dich in Acht, der ist absolut geisteskrank. Hab ich mir schon gedacht. Erzähl mir von Gigi McPherson. Gigi ist meistens nervös, aber im Moment ist er fuchsteufelswild. Er hat mich nach dir gefragt, muss aber nichts heißen. Du bist ein interessanter Typ. Danke. Erzähl mir von Red Randall Hanna. Ich pokere seit Ewigkeiten mit ihm, aber ich kann ihm nicht trauen. Zumindest kann ich ihm nicht mehr trauen als den anderen Banditen, die ich kenne. Was für ein Geschäft betreibt er? Er sagt es nicht und ich frage nicht. Was weißt du über die Diamanten der First National? Hier in der Stadt hat keiner versucht, sie zu versetzen. Ich würde sagen, sie sind entweder außer Landes oder unter irgendeinem Bett versteckt. Erzähl mir von Thurms McKenzie. Ich habe es gehört, aber ich finde, das war abzusehen. Ich vermute, Thumbs und seine Leute haben einen Hinweis auf die Diamanten erhalten und das Ding vor der Nase einer anderen Bande gedreht. Früher oder später musste diese andere Gang davon Wind bekommen. Du hast eine Menge Staub aufgewirbelt, Scotty. Einer muss die Konsequenzen tragen. Hör zu, ich muss los. Danke, Mickey. Du hast einen Gut bei mir. Kein Problem, Mann. Und nicht winken. Red Randall ist also verschwunden und Gigi versteckt irgendwas. Wieder bei der Tribune. Mal sehen, ob noch mehr von meinen Gegenspielern es geschafft haben, in die Todesanzeigen zu kommen. Frankie war ausgeflogen, aber ich wurde trotzdem von den Zeitungsfritzen reingelassen. Bisher saß sie immer hinter ihrem Schreibtisch, wenn ich dort war. Jetzt setze ich mich einfach mal hin. Es kostet mich meinen Job, wenn Denton mich damit erwischt. Wäschereibeleg 10 für die Red Dragon Wäscherei. Frankie muss etwas zur Reinigung gebracht haben. Das müsste meine blauen Flecken verdecken. Vorausgesetzt, es bleibt dunkel. Bei Frankie sieht es besser aus. Frankies Make-up. Ich erinnere mich an den Duft ihres Parfums und an den Geschmack ihres Lippenstifts. Frankies Make-up. Ein zerrissenes Foto. Nicht mehr zu erkennen. Hoffentlich ist es niemand, den ich kenne. Alles, was darauf geschrieben wird, könnte auf der Titelseite landen. Frankie hat schon genug Geheimnisse von mir preisgegeben. Frankies Schreibtisch. Ich hab's gelesen. Ich werde die Schreibmaschine hier benutzen. Wenn ich sie mitnehme, ist Frankie sauer, wenn sie wiederkommt. Hallo? Ja, was wollen Sie? Frankie. Die war nicht hier. Was kann ich Ihnen holen? Was gibt's Neues über Joel Jones?
Joel Jones ist der wichtigste Mann in der Stadt. Jede Menge Fotos von Jones als Gastgeber von Wohltätigkeitsgalas, beim Verrichten guter Werke, auf Premieren und bei anderen Ruhmestaten. Das Aktuellste ist ein Schwall von Society-Klatschseiten über die bevorstehende Eröffnung seines neuen Clubs, des Blue Angel. Da steht die Adresse des Clubs und auch die seiner Villa außerhalb der Stadt. Hallo? Ja, bitte? Was liegt über Angela Donald vor? Dieser Artikel über das Feuer im Sweet Dreams Nightclub ist einen Monat alt. Die Polizei vermutete Brandstiftung, konnte aber nichts beweisen. Die Hauptbelastungszeugin Angela Donald wurde ermordet und die Beweise starben mit ihr. Der Besitzer, Joseph Wirtschke, setzte für Hinweise im Mordfall Angela Donald eine Belohnung aus, doch niemand meldete sich. Hallo? Sie schon wieder? Jetzt schau dir das mal an. Na, wo ist Frankie? Nicht da. Wo ist sie hin? Keine Ahnung. Sie hatte am ersten noch gearbeitet, als zwei Kerle reinkamen. Einer groß, der andere war klein und die redeten irgendwas von exklusiv, ein Interview. Fuhren sie zusammen weg? Ja, in einer grünen Karre. Haben sie gesagt, wo sie hinwollen? Der Kleine sagte irgendetwas von frischer Bergluft oder so. Mehr weiß ich auch nicht, Mister. Ich hab noch zu tun. Hallo? Frankie sagt immer bitte. Bitte. Das ist nicht dasselbe. Was gibt's Neues über Joel Jones? In einem Artikel steht, dass Joel Jones ein begeisterter Jäger ist. Im vergangenen Winter war er scheint bis 3 Tage lang in seiner neuen Jagdhütte eingeschneit. Da ist ein Foto dahinter. Die Reporterin war Francine Henderson. Da sie nicht da ist, kann sie mir nicht sagen, wo es ist. Solange ich nicht niese, müsste er ein paar Stunden halten. Die Red Dragon Wäscherei. Man braucht eine Menge Waschpulver, um einen roten Drachen sauber zu kriegen. Ja, bitte. Ja. Wäsche gereinigt und gebügelt. Könnten Sie das für mich reinigen? 25 Cent. Danke. Zurück in meinem Büro. Wach auf, Ralph! Du musst ins Bett! Wo bin ich? Wo? Ja, nicht schlecht, aber jetzt kannst du was von mir lernen. Halt, keiner verlässt den Raum! Wo sind meine Zigaretten? Diese Sucht wird dich nochmal umbringen. Ralph! 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 Er hatte was Braunes an, Scott.
Braun. Ich hätte wissen sollen, dass ich mal von einem hinterhältigen, eiskalten... Leb wohl, Partner. Schlaf gut. Mein Partner, erschossen von einem Mann in Braun. Mein Partner, erschossen von einem Mann in Braun. Es ist nie ratsam, den Schauplatz eines Verbrechens zu verlassen, es sei denn, man selbst ist der Täter. Es ist nie ratsam, den Schauplatz eines Verbrechens zu verlassen, es sei denn, man selbst ist der Täter. Die Polizei kam wie immer zu spät. Denton hielt mich 2 Stunden lang auf der Wache fest und versuchte, die Namen möglicher Täter aus mir herauszuquetschen. Alle, die ich nannte, waren entweder verschollen, tot oder schlicht eine Nummer zu groß für Denton. Ralph nützte das alles nichts. Dazu war es zu spät. Die Polizei behielt seine Waffe. War wohl auch gut so. Erst Angela, jetzt Ralph. Ich brauche einen Drink. Dummerweise hatte ich nichts dabei. Ich habe nicht vor, es anzuziehen, aber ich werde die Taschen durchsuchen. Ah, ein Notizbuch. Das wurde wohl schon ein paar Mal mitgewaschen. Enthüllungsbericht über organisiertes Verbrechen. Neue Initiative des Bürgermeisters. Scotts Fall, ein Zusammenhang? Joel Jones, Blue Angel Club. Das ziehe ich aber nicht an. Jemand hat den Spencer aus Spencer und Enge herausgenommen. Abgeschlossen. Ralph ist nicht hier, um mich davon abzuhalten. Ich wünschte, er wäre es. Ralph ist nicht hier, um mich davon abzuhalten. Ich wünschte, er wäre es. Lass mal sehen. In unseren Akten steht nichts. Das wird anders sein, wenn ich diesen Fall abschließe. Ralph ist nicht hier, um mich davon abzuhalten. Ich wünschte, er wäre es. Lass mal sehen. Angela Donald war Sängerin im Sweet Dreams Nightclub. Der Club brannte am 15. Juni ab.
In jener Nacht sah Angela, wie ein rothaariger Mann, den sie nicht kannte, den Club durch die Hintertür verließ. Sie wurde Hauptzeugin. Sie heuerte mich an, auf sie aufzupassen. In der Nacht zum 18. Juni ging ich mit ihr zurück zum Büro. Da fuhr eine grüne Limousine mit zwei Männern darin neben uns her. Es fielen Schüsse. Angela wurde getroffen. Sie starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Der Wagen tauchte nie wieder auf. Ich hätte sie retten können, aber ich hatte meinen Revolver gezogen, anstatt sie aus der Schusslinie zu reißen. Lass mal sehen. In unseren Akten steht nichts. Lass mal sehen. Nichts. Das Büro ist so verdammt still. Ich kann es hier kaum aushalten. Red Dragon Wäscherei. Nicht fertig. Nicht fertig. Könnten Sie das für mich reinigen? 25 Cent. Danke. Ja. Wäsche gereinigt und gebügelt. Zurück in meinem Büro. Hey Ralph, was gibt... Ach, ich Idiot. Jetzt sehe ich genauso aus wie Brewer. Die Adresse kenne ich. Dort war früher einmal der Sweet Dreams Nightclub, bis er abgebrannt ist. Der Blue Angel Nightclub. Ich kannte den Engel, der dort gesungen hatte, damals, als der Club noch Sweet Dreams hieß. Aber das alles hat sich in Rauch aufgelöst.
Da war Licht im Hintereingang. Ich ging hinein. Innen erwartete mich schon ein alter Freund. Wollen Sie eine Oper singen, ja? Sicher. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Wo ist Ihr Instrument? Ich bin Schnulzensänger. Hey, kenne ich Sie nicht? Sie denken bestimmt an meinen Bruder. Er ist beim Zirkus. Oh ja, ich mag Zirkus. Na klar. Wo geht's zum Probenraum? Da nach unten und dann nach links, Mister. Ich ging hinter die Bühne und verkrümelte mich so schnell es ging. Die würden sofort rauskriegen, wer ich bin, wenn ich anfangen würde zu singen. Wenn man das als Singen bezeichnen kann. Damit bleibt mein Smoking sauber. Jetzt bin ich bereit für die Drecksarbeit. Holzkohle, noch mehr kalte Asche. Jetzt proben Sie endlich mal. Ich bezahle Sie nicht fürs Nichtstun. Vielleicht könnten Sie sich mal rasieren. Sieht aus, als wäre was aus der Nase gekrochen und vertrocknet. Ja, Mr. Jones. Fangen Sie schon an und machen Sie mal die Toilette sauber. Die riecht scheußlich. Ja, Mr. Jones. Das war also Big Joel Jones. Ein Mann ist spätestens dann zu erfolgreich geworden, wenn er seinen eigenen Hauswart nicht mehr erkennt. Eine Villa. Big Joel muss Heimweh bekommen, wenn er nachts durcharbeitet. Big Joel und Angela. Als er mit ihr fertig war, hat er sie weggeschmissen. Eine Berghütte namens Pinewood wirkt abgeschieden. Dieselbe Hütte war auf dem Zeitungsfoto zu sehen. Fehlt nur der Schnee. Jetzt, wo ich weiß, wie sie heißt, wird sie leichter zu finden sein. Ein Pfeifenständer. Pfeifen gibt's hier allerdings genug. Nee, Pfeifen sollen dem Raucher ein respektables Aussehen verleihen. Bei Big Joel ist das schwer genug. Bei mir ist das unmöglich. Ein Briefordner. Er enthält Einladungen und Dankesschreiben. Er scheint sehr beliebt zu sein. Leer. Ich erkenne es am hohlen Klang. Er ist nicht abgeschlossen. Das ist sehr leichtsinnig, aber vielleicht ist nichts drin, worüber er sich Gedanken machen müsste. Mal sehen. Red Randall Hanna. Hier ist eine Quittung für geleistete Dienste. Beratung 15. Juni. Ich wusste nicht, dass Red als Berater tätig war. Ich denke, das werde ich behalten. Mal sehen. Da steht nichts über Angela, aber einiges über das Sweet Dreams. Dem Club ging schneller das Geld aus, als es gedruckt werden konnte. Die einzigen Nächte, in denen sie einigermaßen Geld einnahmen, waren die, in denen Angela sang. Mal sehen. Gigi McPherson. Nichts unter McPherson. G für Gigi? Nichts. Moment, sein richtiger Name ist Ashley. Kein Wunder, dass er sich nach einem Pferd benannt hat. Nein, unter A auch nichts. Mal sehen. Frankie hat eine ganze Akte für sich. Sämtliche Artikel, die sie in der Tribune über Jay Jones, den Unternehmer, geschrieben hat. Manche davon grenzen an Verunglimpfung. Braves Mädchen, Frankie, aber ich glaube nicht, dass der Boss dich mag. Das war vielleicht unklug. Mal sehen. McDonald, McGillrays, McTavish, kein McKenzie.
Anscheinend stand Thumbs nicht auf der Gehaltsliste. Ich dachte, Sie wären der Sänger. Ich bin der singende Hausmeister. Oh. Das ist also Big Joels nächste Versicherungskuh. Ich schmiss die Overalls in einen Mülleimer. Die Arbeit war okay, aber die Bedingungen waren furchtbar. Zurück in meinem Büro. Mein Hut. Der Schatten von Hut und Mantel muss ausgesehen haben wie ich, aber mit mehr Persönlichkeit. Zeit für ein Nickerchen. Erstmal muss ich aus diesem Pinguinkostüm herauskommen. Es war nicht der Lärm, der mich aufweckte. Es war die Stille. Niemand zündete sich eine Zigarette an. Keiner schnarchte. Keiner quietschte mit seinem Stuhl. Niemand war da, außer mir. Als ich aufwachte, war das Kissen voller Haare. Mein Schnurrbart hatte nicht gehalten. Als ich aufwachte, war mein Bettzeug verschmiert. Meine Schminke hatte abgefärbt. Wieder bei Mac. Hallo Mac. Tag Scott. August 3. Morgenausgabe. Privatdetektiv in Gasse erschossen. Erzählt mir doch mal was Neues. Irgendwas, was diesen bitteren Nachgeschmack in meinem Mund vertreibt. Erzähl mir von Thumbs McKenzie. Wenn du mich fragst, er hat es verdient. Oh, ich vermisse Freddy. Er kam zweimal täglich zum Rasieren. An seinem Bartwuchs habe ich gut verdient. Erzähl mir von Ralph Spencer. Tut mir echt leid. Ralph war für viele Leute ein guter Freund. Hast du eine Ahnung, wer es gewesen sein könnte, Mac? Nein, Scott. Das ist die Wahrheit. Die Polizei wird hier anrücken, aber sie kommen nicht zur Rasur. Das sind die Einzelheiten. Vielleicht solltest du ein bisschen aufräumen. Aber du weißt es nicht von mir. Danke, Fremder. Abtrocknen. Sei bloß froh, dass du eine normale Gesichtsbehaarung hast. Dieser Freddy Creel hat mich pro Tag ein Rasiermesser gekostet. Unbegreiflich. Lady Fair am 6. Alles klar. Ich nehme dein Geld, solange du es mir gibst. Fertig. Schönen Tag noch, Scott. Sein Rasierwasser könnte Mac auch als Lösungsmittel nutzen. Es ist offen, aber Danton ist nicht da. Ich ziehe es vor, mit ihm zu reden, weil er mich fast mag. Das kann man von dem Rest nicht gerade behaupten. Zurück bei Max.
Erzähl mir von Ralph Spencer. Willst du quatschen oder essen? Erzähl mir von Joel Jones. Das ist mir egal. Na. Geben Sie mir etwas vom Eintopf. Ich würde da lieber nicht meinen Kopf reinstecken. Kein Hunger? Bei dem Fraß ist er mir vergangen. So hungrig bin ich nun auch wieder nicht. Ich hab's gelesen. An manchen Tagen würde man lieber hungrig bleiben. Das macht auch nichts. Das Essen von heute ist morgen auch noch da. Zurück in der Wache. Wie geht's denn so? Ging schon mal besser. Nur die Ruhe enger. Ich mein's ernst. Wir schickten einen Streifenwagen zum Lagerhaus. Da war nichts drin, außer ein paar leeren Kisten. Die Alarmanlage war kaputt, wie Sie gesagt haben. Ich glaube Ihnen, aber der Rest der Jungs hier nicht. Tut mir leid, Enger. Erzähl mir von Ralph Spencer. Das mit Ralph tut mir leid. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Ich verlasse mich drauf, dass sie keine Dummheiten machen. Rache ist auch nichts anderes als Mord, Enger. Angela und Ralph wurden beide in der Gasse hinter meinem Büro erschossen. Vielleicht besteht ein Zusammenhang mit den Diamanten. Helfen Sie mir weiter. Okay, Enger, die Dinger müssen gefunden werden. Aber halten Sie mich auf dem Laufenden. Und handeln Sie nicht unüberlegt. Was gibt's Neues über den Mord an Angela Donald? Ich hole es. Polizeibericht über den Brand im Mietshaus Tannery Road Nummer 1944. 6 Todesopfer. Die Versicherung vermutet Brandstiftung und hat sich geweigert, den Eigentümer Joel Jones zu entschädigen. Dazu eine Notiz, dass Joel Jones mehrere andere Liegenschaften besitzt. Vor Ort fiel den Feuerwehrleuten ein rothaariger Mann auf. Er schien sich an dem Feuer zu erfreuen. Das Streichholzheftchen wurde im Keller gefunden. Mickey Murphy war unter den Toten. Mir hatte er gesagt, ich solle mich in Acht nehmen. Aber an sich selbst hat er nicht gedacht. Du fehlst mir, Mickey. Ein Streichholzheftchen aus dem Sweet Dreams Nightclub. Dort hat Angela gesungen, bevor er vor einem Monat abbrannte. Der Qualm hat denselben Geruch für mich. Vor dem Detektivbüro Spencer und Enger ermordet. Scott Enger war Zeuge. Er berichtete, dass sich eine grüne Limousine näherte und Schüsse abgefeuert wurden. Ein Schuss traf Donald in die Kehle. Sie starb noch am Tatort. In der Hauswand hinter ihr wurden 3 44mm Kugeln gefunden. Ein Polizist, der gerade seine Runde machte, sah kurz nach der Schießerei eine Frau weglaufen. Sie trug einen Silberfuchspelzmantel und einen großen Hut. Es gelang der Polizei nicht, ihre Identität festzustellen. Erzähl mir von Mickey Murphy. Ein Fenster in Bodenhöhe war kaputt. Im Keller türmen sich Überbleibsel von Benzinkanistern, Ruß und Schutt. Ein primitiver Molotow-Cocktail hat den Brand ausgelöst. 6 Tote. Einschließlich Mickey Murphy. Ja, der flinke Mickey. Er war kein so übler Bursche. Er hat sich jedes Mal entschuldigt, wenn wir ihn festgenommen haben. Machen Sie keinen Ärger!
wieder bei der Tribune. Ich schätze, ich habe hier jetzt meinen eigenen Schreibtisch. Frankies Schreibtisch. Ich wünschte, sie wäre zurück. Das müsste meine blauen Flecken verdecken. Vorausgesetzt, es bleibt dunkel. Bei Frankie sieht es besser aus. Hallo? Ja, was wollen Sie? Was gibt's Neues über Mickey Murphy? Sechs Tote bei Mietshausbrand. Sechs Menschen kamen bei einem Brand in der Nacht des 4. August ums Leben, darunter ein Mann namens Mickey Murphy. Das Feuer war im Keller ausgebrochen. Es besteht Verdacht auf Brandstiftung. Die Polizei ermittelt. Jake hat zu. Jake und seine Trinkgenossen schlafen alle friedlich in einer Lache Gin. Jake hat zu. Jake und seine Trinkgenossen schlafen alle friedlich in einer Lache Gin. Jakes Laden. Eine weitere Nacht im Zwielicht. G.G. McPherson, ein einsamer Krimineller. Engel! Hey, weißt du das schon von Mickey? Ja, hab ich. Sie haben sechs Leichen aus den Trümmern gezogen. Seine war die erste. Was weißt du darüber? Ich denke, sie haben wohl kaum Würstchen gegrillt. Ich will aussteigen, sonst bin ich als Nächster dran. Warum setzt du dich da nicht ab? Das Geld, die Pferde und ich, wir haben eine Pechsträhne, aber zu einem angemessenen Preis. Ich könnte dir ein paar sehr heiße Informationen verkaufen. Erzähl mir von Mickey Murphy. Ich habe es satt, umsonst zu plaudern, Enger. Zeit ist Geld. Meine Zeit, dein Geld. Vielleicht kannst du das entziffern. Big Joel hat das verloren. Periwig läuft im 8. Rennen. Wenn Joel das Ding arrangiert hat, ist der Tipp Gold wert. Wir treffen uns hier nach dem Rennen. Wenn Periwig gewinnt, bekommst du einen heißen Tipp von mir. Zurück in meinem Büro. Zeit für ein Nickerchen. Als ich aufwachte, war mein Bettzeug verschmiert. Meine Schminke hatte abgefärbt. Wieder bei Mac. Hallo Mac. Tag Scott. 4. August. Morgenausgabe.
Junge 7 lag tot im Abwasserkanal. Ein Junge wurde aus einem Überlaufbecken gefischt. Er war 2 Tage lang vermisst worden. Die Polizei geht Meldungen nach, denen zufolge ein verdächtiger Mann in der Nähe gesehen worden war. Abtrocknen. Gestern ist der Bürgermeister zur Rasur hier gewesen. Hast du ihn geschnitten? Nee, geschnitten habe ich ihn nicht. Aber ich habe ihm einen Vierteldollar berechnet. Reiche Leute Zuschlag. Unbegreiflich. 8:05. Höchstens. Tut mir leid. Favoriten sind nun mal so. Fertig. Schönen Tag noch, Scott. Periwig! Ich denke, du hast die Wettregeln völlig falsch verstanden. Es gibt für das letzte Pferd leider kein Geld. Wann ist er am Start? Gar nicht. Aber vielleicht trottet er am 4. August, circa 20 nach 3, wieder hinterher. Im Rennen 8. Aber ich würde es mir überlegen. Ich habe ein ausgesprochen gutes Gefühl. Loser Riecher, hä? Hab verstanden. Wie viel wettest du? Du weißt Bescheid. Und vergiss nicht, selbst drauf zu setzen. Das werde ich machen. Sein Rasierwasser könnte Mac auch als Lösungsmittel benutzen. Wir sind zwar Leute in der Redaktion, aber keine Journalisten. Und die Setzer können mir nicht helfen. Die Tribune. Die Tribune. Wieder bei der Tribune. Das müsste meine blauen Flecken verdecken. Vorausgesetzt, es bleibt dunkel. Bei Frankie sieht es besser aus. Hallo? Ja, was wollen Sie? Was gibt's Neues über Joel Jones? Die Pinewood-Adresse müsste in den Kleinanzeigen zu finden sein. Joel Jones hat es letztes Jahr gekauft. 12 Monate Immobilienanzeigen. Ach, da habe ich ganz schön was vor mir. Endlich. Pinewood. Hier ist die Anzeige und die Adresse. Idyllische Berglandschaft. Für Jäger geeignet. Sofortiger Verkauf. Die Creel-Wohnung. Wie ein Geist suche ich diesen Ort heim. Genauso wie Freddy. Danke, dass Sie noch einmal hergekommen sind, Scott. Da fühlt man sich beinahe sicher. Wie ich sehe, haben Sie aufgeräumt. Ach, Scott. Was hätte das für einen Sinn? Sie könnten jederzeit wiederkommen. Ich kann mein Leben nicht in Ordnung bringen, bis Sie die Sache für mich geklärt haben. Ich bin dabei.
Erzähl mir von Frankie Henderson. Wer? Das ist egal. Wir waren mal verlobt, aber es hat nicht funktioniert. Ich war mal verheiratet. Das war auch nichts. Ein aufgeschlitztes Sofa. Ich bin sicher, es bietet immer noch bequem Platz für zwei. Sie betrachten das Sofa, als hätte es Sie auf einen Gedanken gebracht, Scott. Vielleicht hat es das. Scott, wenn ich mich wieder sicher fühle, komme ich vielleicht auch auf solche Gedanken. Aber im Moment bin ich krank vor Sorge. Ich werde keine Ruhe finden, bis ich weiß, dass Jones mich in Ruhe lässt. Natürlich. Es tut mir leid, Louise. Nicht doch. Dumme Gedanken haben auch ihr Gutes. Ich mache mich wieder an die Arbeit. Auf Wiedersehen, Mrs. Creel. Kommen Sie bald wieder, Scott. Shake hat zu. Shake und seine Trinkgenossen schlafen alle friedlich in einer Lache Gin. Jake's Lager. Okay, hör genau zu. Hotel Seville, Zimmer 78. Da ist ein Mann, der von dir gesucht wird. Aber ich setz mich ab und warte auf keine Postkarte. Ganz sicher nicht. Das Hotel Seville, ein erstklassiges Hotel, in dem Penner von der Straße nicht erwünscht sind. Als ich das letzte Mal hier war, haben sie mich rausgeschmissen. Ich habe den Hausdetektiv gerufen. Ich rate Ihnen zu verschwinden, bevor er hier sein wird. Ich schätze, er hat sich an mich erinnert. Das ist irgendwie rührend. Zurück in meinem Büro. Zeit für ein Nickerchen. Als ich aufwachte, war mein Bettzeug verschmiert. Meine Schminke hatte abgefärbt. Wieder bei Mac. Hallo Mac. Tag Scott. Hier sind die Mäuse, Scott. Glücklicherweise habe ich selbst auf Periwig gesetzt. August 5. Morgenausgabe. Periwig siegt. Rappe triumphiert in äußerst knapper Entscheidung. Der Kurs steht 25-1. Da gibt es viele glückliche Zocker. Abtrocknen. Weißt du, Scott? Manchmal denke ich daran zurück, wie einst vor langer Zeit ein Verrückter mit einem Rasiermesser einen Job in einem Friseurladen bekam.
Sie nannten ihn Scharfe Klinge, denn zuerst tat er so, als wolle er seine Opfer rasieren. Dann legte er ihnen das Handtuch über das Gesicht und schnitt ihnen die Kehle durch. Sie konnten nicht mal schreien, so schnell war er. 17 hat er geschafft, dann verschwand er plötzlich. Vielleicht hat er irgendwo seinen eigenen Friseurladen aufgemacht. Irgendwo, ganz in der Nähe. Buh! Das gefällt mir. Unbegreiflich. Hör zu, ich hab dir gesagt, ich nehme deine Wetten nicht an und damit basta. Zwing mich nicht, der Besuch nach Haus zu schicken. Fertig. Schönen Tag noch, Scott. Sein Rasierwasser könnte Mac auch als Lösungsmittel benutzen. Wir sind zwar Leute in der Redaktion, aber keine Journalisten. Und die Sätze können mir nicht helfen. Wir sind zwar Leute in der Redaktion, aber keine Journalisten. Und die Sätze können mir nicht helfen. Wieder bei der Trip. Das müsste meine blauen Flecken verdecken. Vorausgesetzt, es bleibt dunkel. Bei Frankie sieht es besser aus. Alles, was darauf geschrieben wird, könnte auf der Titelseite landen. Frankie hat schon genug Geheimnisse von mir preisgegeben. Tintenfässer. Rote Tinte. Damit schreibt man rote Zahlen. Ich kann es in 16, 18, 19 oder 20 umwandeln. Diese Pagenuniform könnte praktisch sein. Ich kann es nicht ändern. Ich werde sie hier benutzen. Pinewood, ein kleines Nest im... Oh! Hey, Schnüfflerin, da sitzt dein Spielkamerad. Er hat nicht das, was ich wollte. Zu blöd. Genießt noch die letzten Momente zusammen. Eine Hütte in den Bergen mit Frankie. Wäre irgendwie romantisch, wenn dieser Spinner mit der Kanone nicht wäre. Scott, mein Ritter in schimmernden Ketten. Wie läuft die Rettung soweit? Läuft alles nach Plan. Nur nicht nach meinem. Fällt dir etwas ein, Lancelot? Noch nicht. Gib mir Zeit zum Nachdenken. Denk schnell, Einstein. Ist dein Haar aufgesteckt oder hält die Frisur von selbst? Es ist aufgesteckt. Mit den Händen auf dem Rücken komme ich nicht ran.
Aber ich schon. Eine Rettung auf Bestellung. Die Rechnung kommt später. Nicht schlecht gemacht. Ich könnte dich küssen. Lass es. Tu lieber so, als seist du noch gefesselt. Okay, Scott. Und jetzt bitte! Er hat es verdient. So, Scott, lass uns schnell gehen. Wir fanden einen Sheriff und ließen ihn die Hütte besichtigen. Er verschluckte beinahe seine Zigarre, als er den toten Gangster auf dem Boden liegen sah. Inzwischen war Frankie voll in Fahrt. Sie hatte die Fakten und sie spielte sie optimal aus. Der Finger zeigte auf den Mann, dem die Hütte gehörte, Big Joel. Frankie wurde angeklagt, aber die Tribune bezahlte ihre Kaution und sorgte dafür, dass sie ihre Geschichte schreiben konnte, bevor ich mit meiner Aussage fertig war. Wenn es um Frauen und Notwehr geht, drückt die Justiz immer ein Auge zu. Frankie bezahlte mir eine neue Windschutzscheibe. Ich schenkte ihr den Erpresserbrief als Andenken. Die Red Dragon Wäscherei. Ja. Wäsche gereinigt und gebügelt. Erzähl mir von Red Randall Hanna. Nein! Erzähl mir von Mickey Murphy. Ja. Zurück in meinem Büro. Die Gasse. Hat mir echt leid getan, das mit Mr. Spencer. Er war ein guter Kerl. Aber trotzdem brauche ich meine Miete. Hast du das von Joel Jones gehört? Ich habe keine Zeit zum Plaudern, Mr. Enger. Erzählen Sie mir von Dan Small. Ich habe keine Zeit. Erzähl mir von Angela Donald. Okay, Mr. Enger. Ich habe jetzt keine Geduld mehr, klar? Sie sind in 3 Tagen aus Ihrer Wohnung raus! Schick, hör zu! Jake und seine Trinkgenossen schlafen alle friedlich in einer Lache Gin.
Jake's Love. Brad Randall, den muss ich langsam mal die Hölle heiß machen. Hey Schnüffler, wie sieht's aus? Der letzte Pokerspieler, das dritte kleine Schweinchen. Das macht mich zum großen bösen Wolf. Wo hast du die her? Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Wichtig ist doch, was sie zeigt. Erst einmal auf den elektrischen Stuhl und dann geht's geradewegs zur Hölle. Da wird's sogar für dich zu heiß sein. Weg damit! Jake, würdest du diesmal ausnahmsweise die Polizei reinlassen? Ich denke, das kann ich schon. Ausnahmsweise. Die Polizei kam und führte Red ab. Ich sagte ihnen, was ich über ihn und die Brände wusste und ihnen gefiel, was sie hörten. Ich hatte gute Arbeit geleistet. Ich fahre direkt zum Civil. Wenn mich jemand in diesem Aufzug sieht, ist meine Karriere beendet. Das wird auch Zeit. Ich muss Ihr Gehalt kürzen. Hier ist der Hauptschlüssel. Zimmer 78. Anscheinend ist die Person, die ich treffen soll, nicht da. Dann will ich es mir mal bequem machen. Zieh die Kleidung eines anderen an, aber nur solange du nicht weißt, wer seine Feinde sind. Ein braunes Jackett mit Lederflicken. Ein Mann in so einem Jackett war bei dem Überfall auf die First National Bank dabei. Ein Mann in Braun. Ralphs letzte Worte. Ein braunes Jackett mit Lederflicken. Ein Mann in so einem Jackett war bei dem Überfall auf die First National Bank dabei. Ein Mann in Braun. Ralphs letzte Worte. Nicht mein Stil. Mal sehen, das Buch klappt bei S auf, bei den Smalls, um genau zu sein. Da plant wohl jemand ein Familientreffen. Ein Postbeleg. Ein 2 Pfund schweres Paket ging am 15. Juni nach Oregon. Mal sehen, das Buch klappt bei S auf, bei den Smalls, um genau zu sein. Da plant wohl jemand ein Familientreffen. Mal sehen, das Buch klappt bei S auf, bei den Smalls, um genau zu sein. Da plant wohl jemand ein Familientreffen. Eine Bibel. Ich zähle lieber gar nicht erst, gegen wie viele Gebote ich verstoßen habe. Berühre keine Kugel, solange du nicht weißt, wer sie vor dir berührt hat. Das Badezimmer. Ich wusste nicht, dass es auch Badezimmer ohne Schimmelbefall gibt. Jetzt ist ein schlechter Zeitpunkt für eine Dusche. Der Bewohner des Zimmers könnte mich mit heruntergelassenen Hosen erwischen. K.O. Ich schätze, er hat nicht mit einer schlagkräftigen Dusche gerechnet.
Ich dachte, du bist tot, Creel. Aber es war von Anfang an Dan gewesen. Er war der Tote in der Autopresse und du hast den Mord Thumbs angehängt. Es war ein schöner Plan. Statt durch drei mussten die Diamanten nur noch durch eins geteilt werden. Die Diamanten zu verlieren war dein erster Fehler. Sonst wärst du jetzt über alle Berge. Mich in deine Nähe zu lassen war dein zweiter Fehler. Sonst würdest du jetzt nicht hier liegen. Du wirst nicht dazu kommen, einen dritten zu machen. Danton kann dir den Rest erzählen, wenn du aufwachst. Freddy Creel, Dieb, Lügner und Mörder. Freddy Creel, Dieb, Lügner und Mörder. Das ist die Kleidung eines Mannes, der sich mal duschen müsste. Ich lasse die Finger davon. Großer Gott! Der Page ist verrückt geworden. Ich bin kein Page und ich bin nie gesünder gewesen. Nur zu, rufen Sie die Polizei. Ich warte gern auf Sie. Ich denke, ein bewusstloser Killer wird Sie von einem falschen Pagen ablenken. Denton strahlte übers ganze Gesicht. Da klar war, dass Creel nicht der Tote in der Presse war, konnte es nur noch einer gewesen sein. Ein verlorener Bruder, der nie nach Hause zurückkehren wird. Denton verhaftete Freddy Creel wegen Mordes an Dan Klein alias Dan Small. Ich gab Ihnen die Adresse von Dans nächster Angehörigen. Sie wird in ein paar Tagen hier sein. Zwei Tage später hatte ich Besuch aus Oregon. Ja, bitte? Kommen Sie rein. Nehmen Sie bitte Platz, Miss Klein. Die Polizei hat mir ein Telegramm geschickt. Das tut mir leid, Miss Klein. Ohne sie hätte ich es nie erfahren. Niemand hätte es erfahren. Aber das ist manchmal auch besser so. Hier ist Ihr Honorar. Ich will das Geld nicht. Es gefällt mir nicht, was Sie dafür bekommen haben. Bitte nehmen Sie es zurück. Ich werde es für Blumen ausgeben. Geben Sie es für Träume aus. Erzähl mir von Angela Donald. Nichts. Was ist mit dem Mord an Carl Brewer? Oh, es tut mir so leid. Ich habe ihn beauftragt und dann nichts mehr von ihm gehört. Ich dachte, er wäre einfach faul. Also wendete ich mich an Sie. Wenn Sie ihn erwähnt hätten, hätten Ralph und ich gewusst, dass wir vorsichtig sein müssen. Es tut mir so leid. Ja, mir auch. Was weißt du über die Diamanten der First National? Ich habe es der Polizei nicht gesagt, Mr. Inger. Aber vor 2 Monaten habe ich mit der Post ein Paket bekommen. Er war voller Diamanten. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich wusste nicht, wo denn sie her hatte. Ich wusste, dass es nicht mit rechten Dingen zugegangen sein konnte. Ich wollte ihn nicht in Schwierigkeiten bringen. Also beauftragte ich einen Detektiv, ihn zu finden. Ich hätte die Polizei anrufen sollen. Wo sind Sie jetzt? Sie sind hier. Würden Sie sie mir abnehmen? Bitte ziehen Sie denn da nicht hinein. Keine Versprechung, aber ich will sehen, was ich tun kann. Erzählen Sie mir von Dan Small. Klein ist die Übersetzung für Small. Ich vermute, Dan ging es um die Ehre des Familiennamens. Tut mir leid, dass ich die Suche erschwert habe. Sie wussten ja nichts davon. Officer Denton hat mir von Dans Narben erzählt. Die hatte er schon mit 10. Er war angeln. Angeln ist doch keine traurige Angelegenheit. Viele nette Leute gehen angeln. Danke. Ich sollte gehen. Danke, dass Sie hergekommen sind. Nein, ich danke Ihnen, Mr. Enger. Miss Klein, Ihr Koffer. Das ist nicht meiner, Mr. Enger. Nie gewesen. Miss Klein, sagen Sie Scott zu mir. Leben Sie wohl, Scott.
Dieses kleine glitzernde Häufchen ist also der Grund für ein halbes Dutzend oder mehr Morde. Ich habe auf Sie gewartet, Scott. Haben Sie die Diamanten? Schon möglich. Ich wusste, dass Sie gewinnen. Oh, Sie sind reich. Sie war mir kaum eine Hilfe, Louise. Tut mir leid. Aber Freddy hätte mich umgebracht, wenn ich Ihnen was gesagt hätte. Oh, Scott. Sie haben wirklich lange gelitten. Ich aber auch. Wir könnten doch verschwinden. Wir beide. Wie finden Sie das? Das konnte ich sagen. Ich brauchte gar nichts zu sagen. Ich konnte entweder die Tür aufmachen und ihr befehlen, auszusteigen, oder ich konnte zusammen mit ihr losfahren. Man hatte mich beauftragt, Dan Small zu finden. Stattdessen fand ich ein Paket Diamanten und eine langbeinige Lady mit einem kühlen Lächeln. Ich weiß nicht, ob ich diesen beiden trauen kann, aber ich will es versuchen. Die Lady war gefährlich. A woman has faces, along with airs and graces, but there's only one true woman inside. The average fellow won't sight it. The side she keeps most private, it's only seen through private eyes. A woman exposes expressions and poses, making men think she's got nothing to hide. Day and night they see a mask, but the man who sees her last is the one who looks through private eyes. The veil falls aside, releasing the disguise with the touch of her glove. A candlelit embrace, standing face to face, those private eyes see love. The woman is tried by eyes from every side. Through smoke and haze men see her and sigh. They see the shadow of her smile, a reflection of her style. She only warms to private eyes. From every side, through smoke and haze, men see her and sigh.